Ich glaube, so das Gefährlichste, was ich je gemacht habe, war ein Brandstifter. Da ist eine Person, die will offensichtlich ja auch nicht geschnappt werden. Da habe ich super viel Adrenalin. Letztendlich habe ich immer wieder neue Aufgabenstellungen und das macht das Ganze natürlich total abwechslungsreich und spannend. Alexander Schrumpf, 42, Privatdetektiv in Wiesbaden. Seine Klienten, meist Unternehmer. Die Zielpersonen, Blaumacher, Abrechnungsbetrüger, Diebe, aber auch Reifenstecher und aggressive Feuerteufel. Es gibt so ein paar Konstrukte, wo ein Detektiv eingeschaltet wird, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel in der Straße immer wieder Autos beschädigt werden oder so, wo ich wirklich nachts da liege, warte, bis so ein Idiot kommt, der da immer die Scheibenwischer abreißt oder sonstige Sachbeschädigungen begeht, den müsste ich dann auch ansprechen. Und ich glaube, so das Gefährlichste, was ich je gemacht habe, war ein Brandstifter, der dann nachts auch wirklich hingekommen ist, um da das Haus anzuzünden und den wir davon abhalten konnten. Und dann waren aber auch 2 Minuten später die Polizei da. Das Festsetzen von Gewalttätern gehört nicht zum Alltag des Schnüfflers. Doch immer wenn es brenzlig wird, versucht er, das Risiko so klein wie möglich zu halten. Wenn ich weiß, ich muss jemanden festnehmen, der da Autos zerkratzt, dann hat er irgendwas. Oder er sticht die Reifen platt. Was er in den Reifen sticht, kann er mir auch in den Bauch stechen. Insofern habe ich dann eine zweite Person dabei oder eine Direktleitung dann zur Polizei. Auch nach 24 Jahren im Beruf ist der Privatdetektiv alles andere als abgebrüht. Ich bin sowieso total ängstlich. Also wenn ich nur nachts irgendwo an den Briefkasten muss, um abzulesen, wer dort wohnt, bin ich vorher nervös. Und wenn dann noch irgendwo das Licht über den Bewegungsmelder angeht, dann bin ich auch schon auf 180. Aber wenn man drauf wartet, da ist eine Person, die will offensichtlich ja auch nicht geschnappt werden, da habe ich super viel Adrenalin. Häufig wird der Detektiv auf Langfinger angesetzt. Gerade in Unternehmen richten die großen Schaden an. Dabei kommt der Detektiv oft vor der Polizei zum Einsatz. Das Problem bei der Polizei ist, sie machen sich diese Mühe nicht. Die kommen dorthin, die befragen auch die Mitarbeiter, da sagt dann jeder natürlich, ich war es nicht. Damit hat man einen Verdrängungseffekt. Dann wird ein halbes Jahr mit Sicherheit nichts mehr gestohlen, aber man kann den Täter selbst nicht überführen. Der Vorteil von Schrumpf, er ermittelt verdeckt. Einer seiner Fälle, in einer Zahnarztpraxis mit 10 Angestellten, kommt immer wieder Geld weg. 1-2 Euro fallen zunächst nicht auf. Erst als der Nothunderter einer Angestellten fehlt, ist klar, ein Dieb ist im Team. Schrumpf kommt ins Spiel. Er ist spezialisiert auf chemische Fallen. Das Problem in dem Fall war, dass wir nicht wussten, wie schnell können wir sie kontrollieren. Also muss ich die extremste von allen Diebesfallen wählen. Das ist hier dieses Silbernitrat. Der Stoff ist auf dem Geld unsichtbar, hinterlässt auf der Haut der Diebin aber schwarze Spuren, die sich nicht abwaschen lassen. Die Täterin ist entlarvt. Eine junge Auszubildende, sie sagt, sie habe Geldsorgen. Sie wird zwar entlassen, aber nicht angezeigt. Vielleicht eine zweite Chance. Wenn ich jetzt den Mitarbeiter anzeige, dann gibt es einen Strafprozess, der wird vielleicht auch verurteilt, was zurückzuzahlen. Jetzt ist der Mensch aber gebrandmarkt und hat erstmal keine Chance, dieses Geld, was er zurückzahlen müsste, zu verdienen. Insofern ist es oft eine menschlichere und auch schönere Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt beim Notar ein Schuldanerkenntnis mit einer Rückzahlungsvereinbarung und dann haben wir sogar eine Chance, nochmal was von dem Geld wieder zurückzubekommen. Der Zahnarzt und seine Mitarbeiter sind froh, dass die Diebin entlarvt wurde. Auch die Suche nach Vermissten gehört zu Schrumpfs Arbeit. Er sucht nach ihnen in Adressbüchern und im Netz. Aber die Auftraggeber sind oft dubios. Es gibt natürlich auch so typische Anfragen. Ich hatte da eine nette Dame, die saß im Flugzeug neben mir. Können Sie nicht feststellen? Die hat mir auch ihre Nummer gegeben, aber ich habe die dummerweise verloren. Und die will eigentlich, dass ich sie finde. Und so Anfragen kommen natürlich häufig, weil der Detektiv ist ja auch so ein Anlaufpunkt für einen Stalker oder für jemanden, der jemand anders was Böses will, einfach um da die negativen Interessen zu unterstützen. In seinem jüngsten Fall observiert Schrumpf einen drogensüchtigen Gewalttäter. Der Grund? Er könnte seinem Kind schaden. Die Mutter hat Angst. Der Vater hat im Moment kein Umgangsrecht mit dem gemeinsamen 2-jährigen Kind, weil er die Mutter bedroht hat. Es gab auch einen Vorfall mit einer Körperverletzung. Er nimmt wohl auch relativ viel Drogen und trinkt im krankhaften Maß. Jetzt soll Schrumpf Beweise für die Gefährlichkeit des Vaters sammeln und dafür sorgen, dass der sein Kind nur unter Aufsicht sehen kann.
ich fände es eine Katastrophe, wenn dieses kleine Kind, das schon in der Phase, wo es noch mit dem Vater zusammengelebt hat, sehr darunter gelitten hat, jetzt ohne dass jemand aufpassen kann, dem Vater da ausgehändigt wird. Und das darf eigentlich nicht passieren. Sein Mitgefühl hat Alexander Schrumpf in all den Jahren nicht verloren. Manchmal hat er sogar Mitleid für die Täter, zum Beispiel für eine Diebin, die er überführen konnte. Das hat mir extrem wehgetan, dann zu sehen, wie sie praktisch zusammengebrochen ist in dem Gespräch mit dem Chef, der Anwalt dabei, ich als überführender Detektiv. Und das reißt mir jetzt mal schon so ein Stück aus dem Herz. Obwohl Alexander Schrumpf in seinem Job oft mit den dunklen Seiten der Menschen konfrontiert ist, der Wiesbadener bleibt positiv. Ich versuche immer, das Gute in den Menschen zu sehen und hoffe, dass jemand, der überführt ist, auch so einen Schreck bekommt, dass er sagt, ich muss mein Verhalten überdenken. Ich mache das auch im Überführungsgespräch, dass man sagt, das war jetzt wirklich noch ein Warnschuss, das hätte viel schlimmer ausgehen können. Überdenken Sie das Ganze. Und ich hoffe eigentlich immer, dass die Leute, die dann von mir überführt worden sind, daraus lernen und es zukünftig nicht mehr machen.